Ab wie viel Umweltbelastung wird die Erde für uns lebensfeindlich? Erdsystemforschende um Catherine Richardson haben genau das in konkrete Zahlen gefasst. Überraschend, der Klimawandel ist nicht einmal unsere größte Bedrohung. Ihre Studie schlägt 9 sogenannter planetarer Belastbarkeitsgrenzen vor. Jede mit einem Grenzwert, etwa einer atmosphärischen CO2-Konzentration von 350 ppm. Unterhalb dieser Grenze haben unsere Vorfahren das Rad erfunden, die Schrift entwickelt. Hier fühlen wir uns sicher. Sind diese Grenzen jedoch überschritten, sinkt für unsere Zivilisation die Überlebenschance. Beim Klima längst bekannt. Noch bedrohlicher ist nur noch der Verlust der Biodiversität. Derzeit sterben nämlich 10-mal mehr Tier- und Pflanzenarten aus, als die Evolution gleichzeitig hervorbringen kann. Und ohne intakte Natur keine Lebensgrundlage. Hoffnung gibt mir aber die Ozonschicht. Die Schicht, die uns vor ultravioletter Strahlung schützt, drohte sich in den 80ern durch die Freisetzung von Industrieprodukten aufzulösen. Doch die internationale Gemeinschaft setzte sich zusammen und in dem historischen Montreal-Protokoll einigte sie sich auf das Verbot einer Reihe ozonschädlicher Chemikalien.